Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer zurück zum Let's Play LS17 auf Donald Frieses und Marshmap in der Version 1.6. Ja, wir haben wieder einen kleinen Sprung gemacht sozusagen. Ich weiß noch nicht genau, ob es die Map jetzt zu Weihnachten schon gibt. Kann sein, denn ist es jetzt raus, weil heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag, wenn ich das richtig sehe. Für die Kenner unter euch, die Silos stehen ein bisschen anders. Die Straßentextur ist etwas dunkler geworden und teilweise ein bisschen mit Rissen versehen, um die Straßen ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Und ihr seht auch schon, die Gräben sind auch ein bisschen lebhafter gestaltet. Es wuchert hier überall Zeugs. Zusätzlich gibt es ein paar neue Deko-Gegenstände, die ich kurz nochmal, zumindest hier auf dem Hof mal zeige. Laufen ein kleines Stück rum, zeige ich euch. Also vielleicht schaffe ich euch das, eine kleine Weihnachtsüberraschung für die Weihnachtsfeiertage zu geben, dass ich die Map noch vor Heiligabend veröffentliche. Hier ein kleines Regal, wo man Sachen einlagern kann. Ja, was weiß ich sag mal, mit dem Frontlader zum Beispiel könnte man hier oben was reinpacken, schaufeln und keine Ahnung. Hier ein bisschen Deko. Und in der anderen Halle ist ein bisschen mehr Deko. Gut, da haben wir unsere Flugarmada. Hier kleine Werkzeugbank sozusagen, ein bisschen Regal und Krams. Also ein bisschen kleine Deko. Wir kennen auch, was ist noch neu in Version 1.6, kommen wir als letztes zum Hafen. Große Neuerung. Bahnhof gibt es eine Neuerung. Hier nicht, ne? Ist alles beim gleichen, außer dass hier zwei Lampen sind, damit es ein bisschen heller ist. Ich zeige euch erstmal alles, wobei wir müssen dran denken, ne? Wir hatten beim letzten Mal, damit fangen wir erstmal an, den, dies hier, wie haben wir das, Garage, Mietfahrzeuge. Wir müssen den Scorpion King zurückgeben. Wir haben auch das Problem, dass wir einige Bäume werden wieder da sein, weil ich natürlich die Safe Game immer einmal ändere. Ihr seht, der Zug ist deutlich länger geworden. Ich habe es jetzt mittlerweile auch hingekriegt, dass alle Fruchtsorten, die man hier abladen kann, auch Bonus bringen. Ich zeige es mal kurz in der Verkaufsübersicht. Wir sind hier am Bahnhof. Und der ist nicht mehr so extrem, aber es bringt schon also das Doppelte an Preis ungefähr. Ne? Also wenn man das hier abgibt, kann man rechnen 920 zum Beispiel für Gerste. 800 zum Beispiel für Weizen, so um und bei, ich sag mal auf einen Euro jetzt nicht genau, aber so circa. Also wir haben hier den Bahnhof, der nimmt Mais an, der nimmt Sojabohnen auch an, Sonnenblumen nimmt er an, da kann man schon eine ganze Menge loswerden. So, und eine weitere Sache, die neu hinzugekommen ist, Hafen. Seht ihr schon, noch eine Hackschnitzelverkaufsstation, ist natürlich Zellstofffabrik, ist direkt nebenan, also ist oben links. Kennt ihr ja vielleicht schon, ich habe überlegt, vielleicht kommt da auch noch Strom mit rein. Damit wir da noch eine Stelle mehr haben. Mal gucken. Hafen, gucken wir uns gleich an. Erstmal sind wir jetzt hier, natürlich hier, können wir den Zug losschicken. Ist ein bisschen länger geworden, ein bisschen schöner das Ganze, finde ich. Aber wollte ich euch gleich zeigen, denn ihr seht schon vielleicht nebenan auf den Gleisen, steht jetzt auch was. Und zwar, der Holzzug ist wieder da. Werden wir heute auf jeden Fall noch zum Testen bringen, ob das Ganze lukrativ ist. Hier ein kleiner Holzzug mit 1, 2, 3, 4 Waggons habe ich ihm gegeben. Endlich habe ich es hingekriegt, die Trains richtig einzustellen. Hier kann man den Holzzug losschicken. Machen wir noch. Gehen wir zum Sägewerk. Ich habe die Silos nochmal geändert. Hoffe, dass die Füllsilos oben jetzt funktionieren. Es sind aber noch keine Keilsilos reingekommen. Es sind noch die normalen Silos. Hier in der WGA Nord kennen wir ja. Nur da hatten wir das Problem, haben wir im Stream ja gesehen, dass hier an der Seite so viel bleibt. Und das hoffe ich, das Problem ist behoben. Knapp 100.000 Silage ist hier noch, das ist nicht die Welt. Und auch hier, ich sag mal, hinten in der Halle, die war sonst ja auch, wir haben nur ein bisschen Saatgut und Dünger war hier drinne. Da ist jetzt auch nochmal so ein bisschen kleine Deko-Regale an den Seiten. Und auch hier, ne, die Gräben rundherum. Schnell mal hier rüberlaufen. Sind jetzt ja, bewachsen. So sieht das Ganze ein bisschen lebhafter aus, meiner Meinung nach. Und auch durch die neue Straßentextur ist alles ein bisschen dunkler geworden, teilweise mit Rissen versehen eben. Sieht ein bisschen besser aus. Gerade auch bei Tag, jetzt bei Nacht haben wir nicht ganz so viel davon. Werden wir aber natürlich beim Sonnenaufgang sehen können. So, weitere neue, tolle Neuerung in der Version 1.6. Ihr seht ihn hier, unseren aus LS15 altbekannten. Oh, der ist wieder aufgetaucht. Ah ne, das war die Schaufel, ne, die da reingefallen ist. Ich weiß nicht genau. Hier ist noch ein bisschen mehr Holz dazugekommen, klar. Unser altbekannter Palettensammler. Man kann jetzt Holzpaletten hier, knapp 6 Stück sozusagen, sammeln, bis alles voll ist.
und deutlich praktischer natürlich als immer eine Palette wegzusammeln. Sobald sie voll ist, produziert er nicht mehr. Jetzt hat man hier richtig Spielraum, ne, wenn man 4, 5 Paletten hat, einfach mal wegzunehmen. Ganz in Ruhe sozusagen, muss man nicht alle 5 Minuten hingucken, sondern der kann ein bisschen produzieren. Der Holzhacker da drüben ist noch ein bisschen schneller geworden, hackt jetzt noch ein bisschen schneller das Holz. Ich fand, gut, schlecht ist er nicht gewesen, aber ein bisschen schneller arbeitet er jetzt noch. Vorratsmäßig immer noch gut, kann befüllt werden hier mit 400 oder 500.000 Holzstämmen. Unser Sägewerk, ja, ne, der Tank hier ist nicht mehr im Boden, der hat jetzt einen ordentlichen Sockel gekriegt sozusagen. Hier noch ein bisschen Deko, da ein bisschen Deko. Unsere auch hier Gras- oder Strohverkaufsstation. Sieht jetzt auch ein bisschen nicer aus, meiner Meinung nach. Könnt ihr gerne mal Kommentare dazu hinterlassen, wie gefallen euch bisher die Neuerungen. Und das waren noch nicht alle. Es gibt auch bei den Schafen zum Beispiel jetzt den Palettesammler. Hier Fragezeichen, ja okay, Schafwolle. Auch Schafwolle dauert natürlich eh immer ewig, kann aber auch hier über 6 Positionen gesammelt werden. Wer es schafft, ne, mit 6 Positionen erstmal Schafe voll zu kriegen. Herzlichen Glückwunsch, da braucht man schon viele Schafe und viel Zeit. Und auch hier, ne, kleine neue Büsche, Bäume und vor allen Dingen eben auch, ja, wenn wir es jetzt zurücksetzen würden, wäre auch Gras hier noch an der Seite. Habe ich natürlich noch nachgerüstet, da müsste ich aber einmal die Safe Game komplett zurücksetzen. Das ist blöd, solange wir, ich sag mal hier, Feldern im Wachstum haben, 1, 20 und 2. Wenn wir die einmal geerntet haben, was ja bald der Fall sein wird, danach werde ich die Map einmal komplett zurücksetzen, dann ist das auch alles hier ein bisschen mehr Gras an den Seiten, noch ein bisschen schicker. Weitere Neuerungen, liebe Zuschauer, einen habe ich noch für die Weihnachtsfeiertage, den Hafen. Vorher war es Getreidehafen, jetzt ist es ein normaler Hafen. Wir haben hier eine Verkaufsstation, ihr seht ein anderes Schiff vielleicht. Also hier kann man, sollte man rauffahren können, auch das gilt es natürlich gleich zu testen. Ich weiß gar nicht, haben wir irgendwas auf Lager? Immerhin 11.000 und Hafen bringt natürlich derzeit sehr, sehr wenig. Was hätten wir noch? Das ist eigentlich nicht so schlecht, ne? Sonnenblumen beim Hafen. Sojabohnen hätten wir auch noch ein paar. Fangen wir damit mal an. Wir bringen hier was hin. Haben wir am Hof? Haben wir wahrscheinlich nicht. Hier haben wir den gümmeligen Traktor. JCB, den Deutz. Ja, der ist ja nicht so langsam, ne? Den könnten wir nutzen. Mit dem Schiebeschild hier. Wir haben sowieso einen ganz guten Fuhrpark eigentlich. Dafür, dass wir hier noch alleine unterwegs sind. In unserem Multiplayer haben wir ja darauf verzichtet, auf Flügen. Kann auch sein, dass wir hier auch in Zukunft darauf verzichten, damit wir ein bisschen vorankommen. So, ein Anhänger steht hier nicht mehr rum auf dem Hof scheinbar. Einen neuen kaufen möchte ich jetzt auch nicht zwingend. Wir holen mal schnell mal den vom Mischfutterfabrik. Ja, was schön ist am Hafen, man kann auch das Schiff losschicken. Das werde ich euch heute wohl noch zeigen können, denke ich. Und ihr seht schon, ne, die Straßentextur sieht ein bisschen lebhafter aus. Mit der Farbe hier rundherum, mit den bewucherten Gräben. Ne, ich rufe euch auf, lasst Kommentare da, würde mich echt freuen. Dann schaffe ich mit eurer Hilfe auch noch dieses Jahr 1 Million Videoaufrufe auf meinem Kanal. Wir sind mittlerweile ganz, ganz knapp davor. Fehlt nicht mehr viel. So, hier hatten wir einen Anhänger. Haben wir echt nur einen davon eigentlich? Schnapp. Und dann kümmern wir uns danach wieder um Holz. Wir machen jetzt mal eine kleine Abwechslung nebenbei. Forage kriegen wir dann nicht los. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob wir da was auf Lager haben. Ist jetzt auch nicht so wild. Wir fahren mal zum Hof und holen. Was wollten wir da jetzt holen? Hafen. Wir können zum Beispiel die Sojabohnen da verkaufen. Kann ich das Schiff losschicken? Dann fährt das Schiff los. Das dauert natürlich eine ganze Weile. Das Schiff ist ja nicht so schnell wie die Züge. Tuckert das Schiff vor sich hin und irgendwann nach 5 bis 10 Minuten, also wahrscheinlich dann erst in der nächsten Folge, denn ich mache wieder eine kleine Aufnahmesession. Es gibt ja auch weiterhin noch 2 Folgen aktuell täglich, damit ich auf jeden Fall die Millionen noch knack mit euch. Sollten wir schaffen. Ich freue mich auch, dass ihr auch trotzdem beide Folgen euch anguckt, teilweise täglich. Muss man auch erstmal die Zeit zu finden. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, Weihnachtsfeiertage. Heute ist ja der 2. Weihnachtsfeiertag. Einige sind ja wahrscheinlich noch mit neuen Geschenken beschäftigt. Hofsilo kann man jetzt auch hier besser erweitern.
Gerste hat nur viel, wollten aber nicht Sonnenblumen, auch nicht Sojabohnen. Sind natürlich nicht viele. Aber Hofsilo kann man praktisch erweitern, natürlich hier. Ne? Die ganze Reihe kann man bis, was weiß ich, hier kann man weiterbauen, so ungefähr. Dann hat man bald eine Million Kapazität und man schafft auch noch hier. Habe ich ein bisschen verschoben das Ganze, ne? Dass man eben auch hier noch diese Hofsilos nachrüsten kann und so die Kapazität am Hof deutlich von 100.000 auf, ja, auf jeden Fall über 1 Million erhöhen kann. Da sind wir aber noch weit von entfernt. Gut, machen wir uns mit unserer Mini-Ladung Sojabohnen. Eigentlich lohnt es meist gar nicht, aber macht nichts. Wir fahren jetzt mal, machen aber Licht, ne? Könnt ihr noch mal ein bisschen die Straßentextur bewundern. Mir gefällt's. Also mir gefällt es so ein bisschen besser, ein bisschen dunkler, ein bisschen mehr Deko. Und man achte auf die Gräben. Sieht doch schon ein bisschen lebhafter aus. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Züge, auch unser Grain, ne, hier der ganz normale Bahnhofzug, nimmt jetzt auch die Sorten an, die dann auch Bonus bringen. Man schickt den Zug, also man kann zwar klar, ne, vorher konnte man auch Sojabohnen oder was hier verkaufen, hat aber keinen Bonus gekriegt. Jetzt ist es so eingerichtet, dass man Bonus bekommt. Der Holzzug, große Neuerung, die wir auch heute, ich muss auf die Aufnahmeuhr schielen, wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen werden. So ein bisschen schade, dass es jetzt so dunkel ist, ne? Aber nützt nichts. Ich habe noch mal 1. Wir können mal wieder auf mal 5 machen. Denn wir haben ja den Holzvollernter eh nicht mehr. So, wenn nachher, sag ich mal, nach der heutigen Aufnahmesession die Lok sauber ist, lade ich die Map hoch. Und dann wird sie an Weihnachten, denke ich, Weihnachten vormittags, werde ich sie veröffentlichen. Habt ihr über die Weihnachtsfeiertage sozusagen neue Map. Mit ein paar neuen praktischen Neuerungen hier, würde ich behaupten. Und eine weitere, ja, flexible Verkaufsstation mit Bonusoption. Wie gesagt, ne, wundert euch nicht zwischendurch, denkt nicht von wegen, es gibt keinen Bonus beim Schiff, es dauert echt. Ich habe schon einmal getestet, ob es überhaupt funktioniert. Funktioniert aber. Da hinten das Schiff, was draußen liegt, das ist nur ein bisschen Deko. Hier vorne in der Hoffnung. So, das ist auch neu, das habe ich noch gar nicht getestet. Die neue Abladestation hier. Das ist ziemlich steil, aber funktioniert. Mal, wir können verkaufen. Haben immerhin schon mal 4.755 Einnahmen erzielt. Könnten das natürlich jetzt auch so lassen. Noch Sonnenblumen holen oder was auch immer. Es lohnt ja eigentlich nicht, dieses riesige Schiff für so wenig loszuschicken. Hier ist noch eine Tankstation, ne? Für diejenigen, die es nicht wissen, hier kann man tanken. So, hier habe ich eine kleine Reling gebaut, dass man, ja, ich sag mal, zumindest aufs Schiff gucken kann. Raufspringen macht keinen Sinn, weil das Schiff selbst hat keine Kollision. Ihr würdet, so wie ich, ja, im Wasser landen. Und am Schiff sozusagen, im Schiff. Hier habe ich dafür extra, weil das sicher mehreren Leuten passieren wird, eine Treppe gebaut, dass man hier auch wieder ordentlich hochlaufen kann. Ist mir nämlich selber auch passiert und dann, ne? Schön blöd. Hier, ihr kennt ihn schon, ist zwar ein Zugsymbol drauf, das kriege ich leider nicht weg. Kann aber auch was drüber machen, eine kleine Platte oder so vielleicht, dass man das noch nicht unbedingt als Zugsymbol zu sehen ist. Und er hat natürlich auch, ja, den Zug-Sound sozusagen. Das aber wohl nicht ganz so schlimm. Gucken noch mal, passt das mit dem Förderband? Ja, das Schiff geht da gerade so unter durch. Vom Sound her noch nicht ganz optimal. Vielleicht gibt es das in irgendeiner der nächsten Versionen. Oh, jetzt dreht er. Dreht aber auch fast zu heftig, ne? Dreht hier rein, okay. Das Schiff fährt hier rein. Gut. Habe ich noch so eine Kleinigkeit, die ich auf jeden Fall fixen sollte, bevor die Map veröffentlicht wird. Das Schiff fährt jetzt Richtung Sonnenuntergang. Wir gucken uns das jetzt gleich nochmal von der anderen Seite an. Wo ist denn die Treppe? Vielleicht soll ich noch eine zweite Treppe einbauen. So, zack, 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 zack. Wieder hoch hier. Ja, das Schiff muss ein bisschen mehr gerade rausfahren. Nützt ja nichts. Ja, der liegt da hinten, wie gesagt, draußen vor Anker. Hier ist keine Kollision. Da deckt man zwischendurch. Ach, das Schiff fährt doch gar nicht. Aber das Schiff habe ich eben so eingestellt, das fährt nur 10. Das ist echt langsam. Er fährt jetzt Richtung Sonnenuntergang. Die Neuerung.
der Map Version 1.6. Ja, waren das eigentlich so kurz und knapp jetzt zusammengefasst. Fahren wir den wieder zurück zum Hof. Es wird dauern, ne? Also man muss auch jetzt nicht von wegen hektisch nach dem Auto werden. Oh, wann gibt es denn Bonus? Bonus gibt es irgendwann. Aber das dauert ein bisschen. Ich muss jetzt eben nur noch dran denken, nach der Aufnahmesession heute das Schiff noch mal ein bisschen. Ja, es darf da nicht so krass einlenken. Das hätte den ganzen, hat er, weiß ich nicht, den ganzen Hafen zerstört. So, wieder zurück. Ja, was machen wir als nächstes testen? Ich würde sagen, den Holzzug. Eine Ladung Holz aus dem Wald. Nee, wir schnell. Erst eine Ladung Holz aus dem Wald zum Hackschnitzel. Nein. Nochmal. Also drei Sachen eigentlich, die jetzt gerne gemacht werden sollten. Und zwar als erstes würde ich dann versuchen, ein bisschen Hackschnitzel beim Sägewerk abzukippen, damit dort auch wieder produziert werden kann. Dann können wir eine Ladung Holz in den Holzhacker reinschmeißen, damit wieder Hackschnitzel produziert wird. Na, ist auch schön hell hier geworden. Und dann können wir eine Ladung Holz holen und hier zum Zug bringen. Ich glaube, generell durch den Zugbonus ist diese Einnahmequelle auch wieder äußerst lukrativ geworden. Mit Holzladung nicht mehr immer nur zum Sägewerk zu bringen oder zum Zellstofffabrik, sondern einfach auch mal eine Holzladung zum Zug zu schicken und dann abzufahren und Bonus zu kassieren. So, da waren wir wieder auf dem Hof. So, der Test war noch schon mal ganz gut. Noch nicht ganz optimal alles. Als nächstes geht's zum, ja genau, hier zum Werk. Wie war das denn eigentlich? Hatten wir die Schaufel schon zurückgesetzt? Die Palettengabel kriegen wir ja, ne? Aber die andere, war die, hatten wir die schon zum Hof zurückgesetzt? Ich habe jetzt gerade eben nicht drauf geachtet. Ja, die ist hier schon. Das war ja das Problem, dass die leider irgendwie in der Wand sich festgebackt hatte. Na, hier haben wir ja, ach ja genau, den haben wir und den anderen haben wir auch. Da haben wir doch schon ein bisschen was. Wir haben noch einen Dolly zu wenig, wenn man das hier so richtig sieht. Und Hackschnitzel ist schon eine ganze Menge da. Ist ja auch, eigentlich war Hackschnitzel ja schon eine Menge. So, aber dann würde ich sagen, machen wir nachher weiter, wenn ihr Bock habt und die Folge ziemlich direkt nach der Veröffentlichung schaut. Schaut nachher nochmal wieder rein, da werden wir das Holzindustrie hier wieder zum Laufen bringen und eben auch beweisen, dass die Palettensammler funktionieren. So ist der Plan. Und dann mal gucken, was noch so ansteht, ne? Also bis dahin, ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr bleibt dabei. Bis später und tschüss.